Das poetische Popquiz ist zurück in AFK Arena. Ich würde sagen, wir gehen direkt rein. Vorher noch eine kurze Info für die Leute, die eventuell das erste Mal an diesem Event dran teilnehmen. Es kann sein, dass bei mir die erste Frage, bei euch die zweite, dritte, vierte, fünfte ist. Und dasselbe haben wir dann auch nochmal mit den Antworten. Lasst natürlich auch gerne noch ein kostenloses Abo da, um in den nächsten Tagen dann keine weiteren Videos zum poetischen Popquiz zu verpassen. Beginnen wir mit Frage Nummer 1. Welche Farbe haben die Augen von Audrey? Hier haben wir dann Antwort D, bei mir in dem Fall mit Blau. Frage Nummer 2. Die Waffe, welches der folgenden Helden ist kein Schwert? Hier haben wir dann in dem Fall Auron. Vorsicht, nicht Iron, sondern Auron. Frage Nummer 3. In welcher Situation erhält eine Polarbestie zusätzlich Bestienenergie? In dem Fall haben wir bei mir Antwort B mit, wenn ein feindlicher Held von Kontrolle betroffen ist. Gehen wir weiter. Frage Nummer 4. Welcher Effekt resultiert aus Kinesas Angriff, nachdem die Fähigkeit der neuen teiligen exklusiven Möbel entsperrt wurde? Hier haben wir dann wieder Antwort B mit Reduktion der Energie des Feindes. Und dann sind wir bei der letzten Frage angekommen. Und zwar, was ist das Hobby von Solise? Hier haben wir dann Antwort C mit Botanik. Somit haben wir hier alle 5 Fragen abgeschlossen. Es gibt aber noch eine 6. die ich entdeckt habe. Falls ihr die jetzt noch nicht dabei gehabt haben solltet, werde ich euch die jetzt nochmal einblenden. Die ersten 5 Schriftrollen können wir uns natürlich auch schon mal abholen. So, und zwar habt ihr die hier jetzt nochmal eingeblendet. Ist jetzt keine allzu schwierige Frage, aber trotzdem, Ausrüstung kann in der aktuellen Spielversion bis auf wie viele Sterne verbessert werden? Da ist natürlich ganz klar Antwort B mit 5 Sternen. Ich hoffe, dass ich euch weiterhelfen konnte mit Tag Nummer 1. Wir sehen uns dann natürlich morgen bei Tag Nummer 2, Leute. Macht's bis dorthin auf jeden Fall gut. Und ciao.